Okay, er lädt und lädt und lädt. Das war ein schönes erstes Gebiet. Das Auge wieder. Wie Gollum schon mal sagte, Treppen müssen wir steigen. Sehr viele Treppen. Daran halten wir uns mal. Geht das eine offene Tür? Wir gehen mal weiter nach oben. Vielleicht geht's da ja noch weiter. Und das tut es in der Tat. Ich kann nichts erkennen. Geht's rein. Ich weiß nicht, ob ich da wieder rein kann. Da ist eine Kiste, aber ich weiß nicht, ob die sehr weit ist. Warte, wenn ich mich jetzt da festhalte. Schöner Raum. Ich kann nicht rein. Okay. Was immer unten war, ich werde es wahrscheinlich nicht herausfinden. Nee. Wo ist denn mehr Koffer? Weil wir sind auch in einem Koffer aufgewacht, vielleicht... Wir sind da noch mehr von uns. Okay, diese Wand sieht komisch aus. Okay, es ist in Wahrheit eine Tür. Die hier auch aufschwingt, wie man hier am Boden sieht. Ein sehr schöner Mann mit Hut. Er hat gerade eine Maske an. Es ist gerade Corona hier. Okay. Mhm. Sehr viele Schränke, die sehr hoch sind. Eine Toilette, die sehr klein ist. Und ein Waschbecken, das noch weiter nach oben ist. Oh, okay. Oh, das ist eine Familie. Das ist der Onkel da oben. Dann noch die kleinen Kartoffeln. Ein Dingens mit Auge, das sehen wir auch hier an der Wand. Oh, das ist was anderes. Doch, es könnte dasselbe sein. Ist einfach so ein Auge. Aus dem Toilettendeckel. Das rechts davon ist der Nasenbärt. Ist ein guter Kollege. Da oben ein Boot. Das heißt, ein Bild mit Treppen. Sehr vielen Treppen mit dem Licht oben. Das andere Bild. Ritter mit Speeren. Keine Ahnung. Was passiert, wenn ich das hier aufmache? Ist das eine Honig? Dingens? Warte, komm mit. Ich hoffe, da ist Honig drin oder Salz. Beides brauchen wir gerade. Okay, es war komplett enttäuschend. Es war nichts drin. Okay, da ist Schloss ein Schloss dran. Erkennen tun wir nichts. Dann schauen wir mal. Vielleicht hilft mir das. Tut's nicht. Okay. Dann aber mit dem Koffer. Aber mit Koffer.
Ah. Was ist das für ein Dröhnen? Aber die sind sogar noch Schnallen am Bett. Aber ich denke mir da einfach nur, da werden Leute festgebunden. Aber nein, nein, das ist dafür, dass es die Bettdecke nicht da unten gibt. Das macht schon Sinn. Das sind keine Ritter, das sind doch mehr Kartoffeln. Okay. Noch mehr Koffer. Guten grünen Bücher und nochmal sehr viel Reichtum auf der anderen Seite. Oh, da ist der Schlüssel. Warte, aber dann werde ich vorher nach oben. Ja, das muss alles nach unten. Und auch natürlich. Nee, den können wir nicht mitnehmen. Okay, dann bleibt der Saugnapf hier. So, und du da kommst weg. Sehr schön. Dann springen wir mal hier runter. Aufs Bett damit. Und auch das hier, was immer das ist. Sehr schönes Geräusch. Ich verstehe schon, warum Katzen das machen. Es ist sehr befriedigend. Ja, das ist sehr schön. Das jetzt nicht. Ich möchte gerne, dass die Sachen zerbrechen. Ist das schön. Ja, ja. Oh ja, wenn ich eine Katze wäre, ich würde das den ganzen Tag machen. Och, ist das toll. Oh ja, nochmal. Und. Das waren nicht wir. Wir wollten herausfinden, was passiert. Mann, das sind doch mehr. Man muss es mir zugestehen, das hier. Weil da ist eine riesige Flasche dahinter. Oh, wie können wir nicht kaputt machen? Schade. Okay, wo ist der Schlüssel? Ich sehe den nicht mehr. Ah, da hinten. Jetzt verstecken wir. Toilettenpapier darüber. Und eine Kartoffel kommt mit. Die landet im Klo. Oder im Nachttopf. Und unterm Klo. Noch schlimmer. So. Wer mehr hier lebt, der wird ein grausames Erwachen haben. Schloss ist aber auch ganz schön weit unten. Na, ausgezeichnet. Den kennt jeder. Aus Simpsons und Toy Story. Und flieg mal. Perfekt. Wie komme ich jetzt daran? Warte, so weit nach oben kann ich ja nicht werfen, nicht wahr? Okay, doch. Den nehme ich mit. Wir werden eine kleine Begleitung dabei. Sowas ist immer toll. Und den mussten wir auch mitnehmen, ja. Okay.
Okay, der Affe war krank. Dann lassen wir den lieber hier. Wir hatten es krank gemacht. Oh, ich habe eine Idee. Die schlimmste Strafe für so einen Affen. Wir sind wirklich grausam. Ah, wir haben wieder Hunger. Da haben wir ein ganz schönes Stück Fleischwoche gegessen. Jetzt schon wieder. Ich meine, okay, wir sind relativ schwer, vielleicht deswegen. Vielleicht ja deswegen. Bisschen Fleisch. Das ist bestimmt keine Falle. Obwohl, wenn die Ratten dran gegessen haben, dann natürlich nicht. Perfekt. Okay, es war doch eine Falle. Schämte sich nicht, so eine offensichtliche Falle hinzustellen. Echt unangenehm. Oh. Die sind nicht unbedingt größer als wir. Also der hier neben uns. Ich habe kein Feuerzeug mehr. Die da hinten sind groß, aber das hier unten nicht. Raus! Nichts kann mich hier einsperren. Okay, wir haben unser Feuerzeug noch. Kann ich da raus? Ich könnte. Aber erstmal befreien wir die anderen hier. Okay, ich glaube, da kann man nichts mehr befreien. Wurde schon aufgegeben. Was ist mit denen da hinten? Okay, da auch nicht. Aber auch abgemagert. Genau wie wir. Manche bekommen was zu essen, manche nicht. Okay, da gehen wir erstmal nach links, oder? Mach mir Licht an für all jene, die suchen. Okay, wir sind wieder bei den Treppen. Okay, weit sind wir nicht weggebracht worden. Da sind wir rausgekommen, wir sind nach oben rein. Und ganz nach oben wird uns zwei Stockwerke wieder nach unten gebracht. Okay, das ist angenehm. Warte. Ich krieg das bestimmt gleich hin. Perfekt. Das, was ich bei dem Theater gelernt habe. Und zwar swingen.
sehr gut. Oder in dem Fall schwingen. Aber swingen fand ich cool. Ein swingender Flügel. So, wir schauen mal. Das ist eine Tür, bestimmt mit dem Auge oben dran. Ja. Dann klettern wir mal. Na klasse, das Bad ist da. Warte, ist das eine Guillotine, die benutzt wurde? Und eine Schaufel zum Vergraben. Und eine Badewanne zum Wegbaden. Damit man sich nicht mehr schuldig fühlt. Okay, ich konnte mich kurz nicht bewegen. Und verpackt sie. Ja genau, wozu braucht man eine Guillotine, wenn man sie nicht benutzt? Wird aber damals immer zu besonderen Anlässen. Wenn es mal wieder einen König gibt. Oder eine Königin. Zu solchen, man kennt diese Anlässe. Die werden hier einfach... verpackt. Wow. Wie nach oben kann ich nicht. Gehen wir mal weiter. Und nicht gut. Da bin ich ja perfekt aufgehoben hier im Gefängnis. Im Käfig. In die gute alte Zeit, als schlechte Herrscher doch geköpft wurden. Sind auch noch ein paar. Aber die haben alle aufgegeben. Alle gebrochen. Jetzt schauen wir mal. Vielleicht kann ich ja nach oben. Oh Gott. Oh Gott. Nicht gut. Aber er kann mich nicht sehen. Sonst hätte er uns vorher entdeckt. Warte, zurück mit dir. Ich hab einen Schuh. Wenn du Pech hast, ist es ein Spitzschuh. Oder einer dieser Holzschuhe. Ich glaube aus Schweden oder Finnland. Okay, sehr gut. Den Schuh lassen wir mal da, als Versicherung. Okay, das ist nur etwas laut. Oh Gott. Ganz langer Arm nach, von oben nach unten und schnappt uns wieder nach oben.
Es sind nur ein paar Schuhe. Sind aber große Schuhe. Das sind schon etwas große Schuhe. Okay, mein Schuh ist wieder da. Perfekt. Fast als wären wir hier aufgewacht. Wahrscheinlich ist da noch jemand von uns drin. Das sieht absolut danach aus. Noch mehr Schuhe. Okay, das sind sehr viele Schuhe. Ich glaube, wir sind... Schuhverkäufer. Wir sind der El Bandi dieser Welt. Man fühlt sich ein bisschen wie in einem Albtraum. Man möchte nicht in den Schuhladen und jetzt kommen die Schuhe zu einem. Das ist ein schöner Eimer da oben. Und, okay, die Schuhe sind wütend. Die sind wütend. Nicht gut. Was immer das war, es ist da. Da kommen noch mehr Schuhe raus. Da wollen wir mal darüber. Und zwar schnell. Das ist ein sehr weiter Weg. Ja, das ist sehr weit. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich möchte wissen, was es ist. Komm schon, zeig mir, was bist du? Ah, wir sehen es nicht. Vielleicht ein Schuhwurm, der uns nach unten zieht. Wie ein Dune, nur halt statt Wüste mit Schuhen. So, und weiter geht's. Okay, wenn man schnell ist, hat man all der Zeit der Welt. Es kommt ein bisschen so vor, als wüsste jemand, dass wir hier sind. Ich weiß nicht genau warum. Das wieder Fleisch. Das könnten wir eigentlich essen. Da kann ich nicht durch. Da hängt eine Ratte. Okay. Okay, 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 okay. Weg da. Nein, nein, nein. Schon. Hohoho. Der passt ja perfekt hier durch. Und. Okay, der glaubt bestimmt nicht, dass ich da oben bin. Das ist nicht gut. Bleib mal einfach still da oben. Nicht bewegen.
Oh Gott, wartet! Wow! Boah, der ist ja richtig unangenehm. Und jetzt saugt Nöpfe als Arm. Der kann es wegsaugen. Da waren wir vorhin in dem... Ich glaube ja. Stimmt, da habe ich den Affen reingeworfen. Der da zersäbelt wurde. Warte. Ich gehe jetzt mal nicht nach oben. Ich gehe da unten rein. Da kann er wirklich nichts sehen. Interessant. Der hat zwar ein Bild von denen. Wenn das ein Raum war. Aber es gibt Bilder von diesen Kartoffeln. Aufgehängt an den Wänden und entweder wollte die essen oder spielen. Ja, da ist unser Affe. Der hat es wieder hier rüber geschafft. Wunderbar. Wir sollten keinen Krach machen. Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Danke, Affe. Es ist wahrscheinlich sein Raum, weil das Klo war sehr klein. Die Schränke waren riesig. Das passt für ihn. Er hat sehr kurze Beine, aber sehr lange Arme. Was mache ich mit dem? Kann ich die Kiste... Okay, bewegen wir das mal. Aber ich nehme den mit. Er ist wichtig für mich. Okay, wir kommen auch nicht mehr nach oben. Der Affe ist dafür da, dass ich emotional stabil bleibe. Boah, er ist genau mein Gegenstück. Er mag Metall. Es sind sehr viele Puppen hier. Und doch mehr Affen. Eins, zwei. Und eine Ente. Ganz oben im Schrank. Ist auf der rechten Seite. Da noch so ein Wurmding in der Mitte und ein Kreisel. Okay, schauen wir mal, was wir hier machen können. Ist der hinten weg? Okay, das ist nicht unser Affe. Sehr gut, wieder an diese Statuen. Wir kommen hier nirgends wohin. Warte, wenn ich den jetzt mal verrückt mache. Okay, darauf fällt er nicht rein. Bedauerlich, ich dachte, ich könnte sein Schrecken werden. Ah, ich kann ihn nach oben.
Wow,